Der kleine Jakob kann wieder lachen. Er hat alles gut überstanden. Rund einen Monat ist es her. Jakob badet im Windisch-Eschenbacher Freibad. Plötzlich geht er unter, liegt regungslos am Beckenboden. Doch der Vierjährige hat Glück. Zusammen mit seinem Freund Luca entdeckt Justin den kleinen Buben und zieht ihn geistesgegenwärtig aus dem Wasser. Ein Erwachsener übernimmt gleich am Beckenrand die Wiederbelebung. Der hat Wasser gespuckt, geweint und darauf anschließend ist halt der Helikopter und alles hergekommen. Ja. Schnell zu helfen sei für ihn eine Selbstverständlichkeit, sagt Justin. Für die alarmierten Polizisten sind er und sein Freund Luca Vorbilder. Es war also wirklich eine tolle und selbstlose Leistung, muss man also immer wieder hervorheben. Und wir hoffen natürlich, dass das der Nachahmung bedarf, die ganze Geschichte. Mittlerweile geht es dem kleinen Jakob wieder gut. Und so können die Polizisten ihr Versprechen einlösen. Jakob und sein Bruder bekommen eine spannende Fahrt im Polizeiauto geschenkt.